Hallo und herzlich willkommen bei ASG Erklärt's. Ich bin Theresa und Teil des ASG-Teams. Bist du an einer Yogatrainer-Ausbildung interessiert? Dann sage ich dir heute alles über die Ausbildungsdauer. Die Dauer von Yoga-Ausbildungen sind sehr unterschiedlich. Das hängt damit zusammen, dass es auch unterschiedliche Yoga-Ausprägungen gibt. Zwischen zweitägigen Workshops und Ausbildungen über mehrere Jahre ist alles dabei. Bei der ASG erhältst du eine Yoga-Trainer-Ausbildung, die über 4 Tage geht, mit 32 Unterrichtseinheiten. Welche Ausbildungsdauer die beste ist, hängt natürlich auch mit deinen Lernvorlieben zusammen. Möchtest du lieber kurz und knackig alle Informationen in einem kurzen Zeitraum haben? Oder möchtest du lieber auf einen langen Zeitraum verteilt stückchenweise Informationen erhalten? Es hängt natürlich auch mit deiner Ausbildungsart zusammen. Möchtest du eine allgemeine Yoga-Ausbildung haben oder möchtest du auch in unterschiedliche Ausprägungen reingehen? Wir konzentrieren uns auf Hatha-Yoga, weil dieser Yoga-Stil am weitesten verbreitet und am beliebtesten ist. Außerdem kannst du an unseren Ausbildungswochenenden intensiv lernen. Der Dozent ist vor Ort, du kannst ihm immer Fragen stellen. Wir haben fundiertes Grundlagenwissen, das wir dir vermitteln und intensive Theorie- und Praxiseinheiten. Wichtig ist für dich zu überprüfen, wann die Ausbildungszeiten sind. Möchtest du lieber am Wochenende lernen? Ist der Kurs vielleicht unter der Woche oder ein Blockunterricht alle paar Monate? Du musst für dich herausfinden, welcher Ausbildungstyp am besten zu dir passt. Kannst du abends noch lernen? Hast du den Kopf dafür noch frei? Hast du am Wochenende Zeit überhaupt zu lernen? Bei der ASG ist es möglich, dass du deine Ausbildung am Wochenende berufsbegleitend machen kannst. Hast du weitere Fragen zur Yoga-Trainer-Ausbildung, dann schau auf unserer Website vorbei. Hat dir das Video gefallen? Dann gib uns einen Like, schreib einen Kommentar und abonniere unseren Kanal.